Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute die Folge ist proppevoll. Wir haben viel vor. Wir wollen nämlich den Wagenheber endlich craften, damit wir unser verunglücktes... Verunglücktes SUV da hinten. Den sieht man gerade ein bisschen schlecht, weil es noch früher Morgen ist. Ich war mal ganz schnell schlafen, dass wir den bergen können. Dazu brauchen wir aber Ressourcen, die wir heute bergen wollen. Beziehungsweise sammeln wollen. Bergen wollen wir den SUV. Wie sieht's mit... Durst haben wir auf jeden Fall. Essen. Wir tun mal was essen. Haben wir hier noch was? Ja. Das essen wir noch weg. 50%, das ist noch gut. Ist ja gut, dass wir das wegschnabulieren. So, eins bleibt übrig. Dann trinken wir noch was, füllen das auf und dann sieht das richtig gut aus. Zack. Save water. Nicht give. Take it. Haben nichts zu verschenken. Siehste, und die ganzen Eimer haben wir ja auch noch. Oh, wo tuschen die dabei hin? Das ist auch schon voll. Tun wir die hier dabei rein. Müssen wir dran denken, eventuell, also wenn wir das geborgt haben, vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Holen wir ein paar Schränke noch rüber. Aus dem alten Lager. So. Components brauchen wir jetzt erstmal. Haben wir hier irgendwo? Gut, die könnten wir stacken. Ich tue das mal wieder reinräumen. So, zack, zack. Wollt das nicht, das können wir hier mit reinhauen. Hammer, brauchen wir einen Hammer? Brauchen wir eine Säge? Ich glaube nicht. So, alle werden so wach. Sehr schön. 6:30 Uhr hätte ich auch ausgeschlafen. So, dann verstauen wir das mal hier. Und hier brauchen wir nicht Inventar. Wie sieht es essenmäßig aus? Das ist das falsche Auto, oder? Genau. Würde ich gerne... Wir nehmen drei was zu essen mit, zu trinken haben wir, das sollte passen. So, dann laufen wir geschwind mal rüber zum anderen Lager. Wartet mal, wir müssen brauchen... Sprit haben wir ja noch einstecken. 4 Reifen, 4 macht 8, plus 1 für den Wagenheber, 9 Reifen, 2 Batterien, 2 Zündkerzen und 2 Motoren. Oh Mann, das ist echt viel. So, flitzen wir schnell rüber, weil dann nehmen wir den Jeep von drüben mit. Haben wir wieder ein Auto hier. Müssten wir eigentlich bloß noch ein funktionelles Auto haben, was hier drüben dann steht. Der funktioniert auch nicht. Den haben wir nur wegen dem Licht hier hingestellt. Vorne müsste eine Batterie drin sein. Genau. Könnten wir da auch Stück für Stück holen. Das würde ich aber dann, denke ich mal, in einer der nächsten Staffel machen. So. Genau. Zur dreifahrbare Untersetze. Hier haben wir einen Motor und Batterien. Ein Motor. Nehmen wir zwei Batterien. Eine Grow-Bar ist vielleicht nicht schlecht. Zu trinken haben wir 2 Liter. Grow-Bar ist auf jeden Fall nicht schlecht. Schlafsack. Was nur ein Schlafsack? Und trinken? Okay. Ach, das war das Auto, was wir zuerst benutzt hatten. Wir haben keine 2 Motoren. Das ist blöd. 2, 4. 6. Oh, Quoba, haben wir jetzt eine. Zwei Zündkerzen. So. Ein Auto auf jeden Fall. Den brauchen wir für... Wobei... Können wir das... Wir machen es anders. Zack, 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 zack. So.
eine Batterie. Eine Batterie. Da haben wir noch zwei Räder. Und das stellen wir extra für den Wagenheber. Dann nehmen wir dieses Auto. Müssen wir dann rein theoretisch hier alles reinkriegen. Genau. 17,3, 17,9, 19, ach hier haben wir 7,3, haben wir sogar noch. 17,3. So. Das sieht gut aus. Ich sag, da war nichts drin. Ein weiteres Fahrzeug haben wir jetzt hier nicht. Gut. Hätten jetzt die Eimer mitnehmen können. Oh Mann. Was haben wir denn? Okay, haben nichts destilliert. Keine Eimer. Ich habe die Eimer auch mitgenommen. Hm, blöd, egal. Müssen wir eh nochmal her. So. Dann fahren wir jetzt mit dem. Bauernhof. Ich sehe gar nichts. Blendet so dermaßen. Und das Licht ist immer noch nicht richtig eingestellt. Oh. So. Ist das richtig? Ich weiß, ich sehe gar nichts. Genau, hier. Yeah. Der Bauernhof. Und hier in dem Haus waren wir noch. Zurück. Waren wir nämlich noch gar nicht. Und hier müsste noch ein Auto stehen. Genau, perfekt. Dann müssen wir da zuerst hin. Components und Metallschrott, ich komme. So. Forscherkammer, perfekt. Sehr schön. Die ersten Ressourcen, die wir wieder gewinnen können. Schön Components, schön Metallschrott. Wenn wir Glück haben, gibt es noch eine Batterie oder ein. Ein bisschen Holz. Ja, Holz ist dabei. Components, Metall, Schrott, Holz. Wie angekündigt. Und diesmal, oh, sogar eine Zündkerze. Dafür keine Batterien. Aber nicht so schlimm. So, das haben wir auch gleich mal mit ein. Können wir nicht abbauen. Können wir nicht abbauen. Schade. Dass wir das nicht zerlegen können. Was mich interessieren würde, diese Hütte könnte man als Lager verwenden. Nebelt das? Nein. Warte mal. Nein. So. Oh. Ein Schränkchen. Das wollen wir natürlich auseinanderbauen. Perfekt. Mehr Components bzw. Metallschrott für uns. So, checken, ob hier hinten irgendwas runtergefallen ist. Nein. Ja. Können wir auch zerlegen. Gibt Holz. Wir brauchen jede einzelne Ressource, die es jetzt gibt. Weil unser altes Lager möchte ich eigentlich nicht wirklich auseinandernehmen. Wie gesagt, 1, 2, 3 Schränkchen, die nehmen wir mit. Die draußen stehen, die brauchen wir nicht wirklich. Die können wir mitnehmen, brauchen wir nicht zerlegen. Können wir, glaube ich, auf dem SUV hinten auf der Laderampe verladen. Und wenn man... Ja, yeah, Components wenigstens. Und schön Bretter. Und... Oh, Nägel. Perfekt. Die gehen uns auch langsam aus. Und wenn wir natürlich unseren verunglückten SUV retten können, ist das natürlich mega. So, ja genau, hier waren wir nämlich noch gar nicht. So. Was haben wir da? Oh, ein Schuss, das ist gar nicht gut. 28 von 58. Anschleichen ist aber auch nicht möglich. Und schnell. Seit wir mit Mist Survival angefangen haben, ich glaube, wir waren hier schon mal, aber haben es dann sein lassen. Hier drin waren wir noch gar nicht. Da oben ist auf jeden Fall jemand. Oh ja, der hängt fest.
weg ist er. Perfekt. Antibiotika, Zucker. Hier gibt es ein Glas. Oh, hier ist auch einer gestorben. Hä? Holla die Waldfee, holla die Waldfee. Hier, eine Kartoffel. Wer braucht schon eine Kartoffel? Oh, noch eine Tasche. Munition, nice. Die nehmen wir natürlich sehr gerne. Noch mehr Glas, perfekt. Components. Gut, die können wir noch nicht rein. Eigentlich haben wir die Grobar mit. Nähzeug, ja, juhu. Ich komme mich erstmal um die da oben. Ruhe, sehr schön. Zucker, Tücher, noch mehr Zucker. Military Component Box. Sehr schön. Mehr können wir nicht mitnehmen. Okay, es ist gut, dass wir die Kurve eingesteckt haben. Perfekt. Oh, nice. Noch eine Shotgun. Perfekt. Die Schränke können wir natürlich wieder nicht. Nein. Noch ein paar Schuhe, perfekt. Die können wir. Munition, sehr gern. Können wir sogar einen Slot freimachen. Ich würde gerne nachladen. Ein Slot bleibt frei, bleibt. Für einen Schuss? Ah, ärgerlich. Aber egal. Zack. Nehmen wir mit. Können wir stacken. Ich möchte hier unten. Nix. Okay. Ist auch nix. Munition. Ah, das ist sehr gut. Warum sind wir nicht gleich hierher? Gibt's so viel Munition? Hier ist auch nix. Wir können auch auf dem Bett gar nicht schlafen. So. Die könnten wir nicht zulegen. Den müssten wir auch zulegen können. Jawohl. Nur Holz? Das Ding ist aus Metall. Gut. Nichts. Nichts. Oh, komm. Nichts. Sehr schade. Gar nichts. Das ist enttäuschend. Was ist hier? Oh, ein Kampfmesser-Tücher. Ja, haben wir ein neues Messer. Das geht nicht zu. Hier können wir nichts machen. Oh. Ein Elektropartteil, was wir nicht nehmen können. Okay. Egal, nicht so schlimm. Okay, dann haben wir das Obergeschoss. Durch. Und da haben wir ja schon ein bisschen was gelootet. Wir gehen trotzdem nochmal gucken. Das Ding hat, glaube ich, sogar eine Garage, ne? Munition und Tücher. Perfekt. Nähzeug. Das ist jetzt schon wieder fast voll, ne? Munition. Zum Glück alles stackbare Sachen. Bandagen. Sehr schön. Und Alkohol. Warum schwebt es in der Luft? Okay, das weiß keiner. Kann man eigentlich? Ja. Gut Holz zumindest. Wir müssen ein bisschen gucken. Perfekt. Salz. Noch mehr Tücher. Zucker. Oh yeah. Noch mehr Schrotmunition. Perfekt. Wir essen mal was. Trinken. Das aufsammeln. Glasflaschen sind stackbar mittlerweile. Sehr schön. Noch mehr Nägel. Haben wir schon? Nein, haben wir nicht. Okay. Das haben wir. Mehr geht hier nicht.
Hier haben wir noch zwei Schränke. Noch mehr Salz. Perfekt. Für den nächsten Bären. Okay. So. Hinten ist noch ein Zimmer. Nee, Zeug. Weggespawnt, mehr oder weniger. Hier durchgeflackt. Kommen wir dann noch irgendwie dran? Nee, ne? Das ist durch. Vielleicht hier noch? Nein. Egal, ist ebles Holz. So. Okay, was haben wir hier? Noch eine Glasflasche, perfekt. Ja, noch mehr Metallschrott. Eine Tasche. Weiß ich, ob wir die irgendwann nochmal brauchen. Ich stehe hier einfach mal raus. Das werdet ihr auch sehen. Perfekt. So. Kö, Billardkugeln. Hier ist nix. Auch nix. Auch nix. Irgendwie sieht das so dunkel aus. Ich weiß es nicht. Obwohl Tag hell draußen ist. Hier gibt es auch nichts. So, was haben wir jetzt hier hinten? Hier hatten wir auch schon was weggelootet. Okay. Genau, hier brauchen wir die Crowbar. 10 Minuten, let's go. Wow. Yeah. Nein. Die erste brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Was ist das? Noch ein Upgrade, aber wir haben doch schon alles. Wir kriegen ja nicht mehr das durch. Hier. Wenn ich jetzt das aufhebe. Ja, kriegen wir nicht mehr. Das ist ärgerlich. Okay, ohne Moment doch. Kommen wir hier raus? Ja, kommen wir. Was können wir denn jetzt hier noch so? Jetzt, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So, ein bisschen sortieren, wenn möglich. Zack. Oh, wir haben vier. Ohne Memento. Lad mal nach. Da wird auch ein Slot frei. Perfekt. Hier haben wir noch was zu essen. Das können wir wegsnacken. Die Kartoffel, die brauchen wir nicht. Hier haben wir Essen. So, Holzsachen würde ich hier gerne hinhaben wollen. Hier haben wir noch Components. Metallschrott, Entschuldigung. Das können wir hier hin tun. Zack. Zack. Eine Zündkerze. Braucht kein Schwein, egal. Das sieht doch schon wieder ein bisschen Platz aus. Da können wir sogar. Jetzt ist die Garage, müssen wir noch machen, weil ich es gerade sehe. Das, dann machen wir hier Stickies draus. So. Zack. Und dann haben wir hier alles aufgehoben. Perfekt. Gut. Und hier was? Nein. Dann ab zur Garage. Hier müssten wir alles durchhaben. Ist hier draußen irgendwas? Geräusche höre ich keine. Das heißt, keine Zombies hier drin. Und nochmal die Crowbar. Na, das hat sich echt gelohnt. Dreimal braucht ihr jetzt die Crowbar. Und noch ein. Oh, 66%. Noch ein Inventory-Slot. So viel Platz kriegen. Oh, und ein zweiter Motor. Nice. Na, das hat sich gelohnt. Eine Workbench, die aber noch nicht geupgradet worden ist. Brauchen wir jetzt aber nicht. Aber das mit dem Motor, das hat sich gelohnt. Inventory nicht mehr, weil wir haben alles ausgebaut schon. Die Lampe können wir noch mitnehmen. Und das war's.
gucken natürlich hier noch rum. Okay. Was ist das denn eigentlich hier? Ein Hühnerstall? Keine Ahnung. Gut, hier ist nichts. Dann würde ich sagen, kann man das eigentlich abbauen? Ich habe mal was gelesen. Schade. Schade, schade, schade. Wir brauchen jede erdenkliche Ressource. Besonders Metallschrott und Components. Wir hatten so viel, wir haben jetzt so viel verbraucht. So. Mit dem vorletzten Update auf jeden Fall ist es jetzt möglich, ganz viel Metallschrott zu bekommen. Wenn nicht sogar auch Components. Nur mal gucken. Denn wir können die Traktoren hier abbauen. Sehr schön. Metallschrott und Components. Ideal. Und hier stehen echt viele Traktoren rum. Perfekt. Warum stehen hier eigentlich so viele Traktoren rum? Metallschrott? Was? Wir sind voll. Wir sind voll. ...92,9. Der Vorschlaghammer, der hält echt eine Weile. Perfekt. So. Kann man da hinten hin? Zack. Zack. So, was können wir noch in den Kofferraum hauen? Das brauchen wir nicht. Nähzeug können wir noch stacken. Ja, das ist überflüssig. Der zweite Motor ist auch überflüssig. Zack. Das kann weg. Die Flaschen können wir stacken. Das glaube ich nicht. Zumindest das war. Das ist stackbar. So. T-Shirt tun wir mal hier hin. Zack. Zack. So, Auto ist voll. War hier nicht nur irgendwo? Da. Und noch mehr Metallschrott. Zack. Den so kloppen wir noch. Zack, zack, zack. Haben wir hier noch irgendwas liegen lassen? Nein. So, da hinten haben wir noch einen Hammer. Einen Hammer, sag ich schon. Traktor. Den Vorschlaghammer, den haben wir. Und da hinten ist ein Bär. Und der kommt sowas von unpassend. Nicht, dass er eine Gefahr darstellt, sondern ich würde ihn so gern mitnehmen, aber ich habe keinen Platz. Der ist, kommt so unpassend gerade. Ah, und ich habe keinen Platz. Einen freien Slot noch. Und der gibt viel Fleisch. Ein Bär gibt echt viel Fleisch. So, bevor irgendwas noch schief geht. So. Wir drehen einfach von da hinten hin. Hühner, Vorsicht. Das ist ein Hühnerstall, könnte man auch bauen. Müssen wir auch noch gucken. Also, ja, wir haben noch viel zu tun. Schade ist der Bär, der kommt echt zum unpünktlichen, ungünstigen Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Da hinten liegt auch noch Components und Metallschrott. Perfekt. Da sind wir erstmal safe. So. So.
Kampfwasser. Schmerzmittel, das wir nicht mitkriegen. Glas, das ist stackbar. Das mit dem Kampfmesser ist jetzt ärgerlich. Glas ist stackbar. Wobei, wartet mal, wir haben bestimmt Durst. Jawohl, wir haben eine Dose irgendwo gehabt. Da. Die japanische Cola. Zack. Dann können wir auf jeden Fall das Kampfmesser mitnehmen. Den Stein brauchen wir nicht. Die Schmerzmittel sind jetzt relativ irrelevant. Die brauchen wir jetzt nicht wirklich. Und es nebelt. Es nebelt. Ich werde jetzt das hier... Oh Mann. Ausgerechnet jetzt. Gut, dann setzen wir uns ins Auto. Ich glaube, das setzen wir hier erstmal eine Runde aus. Weil die Munition zu vergeuden, das wäre echt schade. Damit sind wir am Ende mit der neuen Folge von Mist Survival. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn du siehst, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und ein Abo würde mich riesig freuen. Und in der nächsten Folge tun wir hier noch den einen oder anderen Traktor, den wir haben, wegpflücken. Zumindest was wir noch mitkriegen. Und dann geht's zurück zu unserem neuen Lager. Und dann können wir endlich unseren Wagenheber craften. Und dann unseren SUV bergen. Und dann mit diesem SUV dann ins alte Lager und da noch ein paar Sachen mit ins neue Lager holen. Das werden wir alles in der nächsten Folge machen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.